Und damit treten wir in den Krieg aktiv ein. Und wir dürfen das gar nicht, denn nach dem 2+4-Vertrag von 1990 darf die Bundesrepublik Deutschland an keinen Angriffshandlungen gegen Russland teilnehmen. Das haben wir in dem Vertrag Russland zugesagt. Und wir dürfen das nicht brechen, sonst ist der ganze Vertrag hinfällig und Russland hat das Recht anzugreifen, weil der Vertrag, diesen Friedensvertrag, nicht mehr existent ist. Und für solche Sachen sollten wir uns hüten und nicht auf die Kriegstreiber eingehen. Haben wir wirklich eine Demokratie oder haben wir mehr eine Diktatur, die alle 4 Jahre neu gewählt werden soll? Haben wir es mit dem Altparteienkartell zu tun? Ein Altparteienkartell, das 30 Jahre lang die Macht ab und zu abgegeben hat, aber eigentlich alle unter einer Decke steckten, um das System BRD am Leben zu halten.